So, ein herzliches Willkommen hier im Podcast von Sven Heidenreich, Folge 1001. Oh, Mann, das klingt ja. 1001, hier ist er, der Olympus LS 100. Auf automatisch gestellt, also auf hoch. Ja, es gibt ja nur hoch, mittel, niedrig. Dann gibt es ja, manuell und automatisch halt. Und hier haben wir auf automatisch gestellt und hoch. Genau. Ja, so nimmt der Olympus LS 100 auf. Das werden wir jetzt gleich mal an diesem Beispiel hier präsentieren. Das Schnurren meiner Katze hier. Blackie ist das. Jetzt schnurrt er gerade leise. Mikrofonscheu. Ja, ich grüße euch auf jeden Fall alle. Es ist Freitag. Oder ist schon Samstag? Ja, wir haben schon Samstag. Also, nein, wir haben schon Samstag, 0 Uhr 26. Es ist ein ganz normaler Samstag. Ja, und ich überlege, ob ich mir noch einen Kaffee mache. Ich muss euch ja in der Folge irgendwas bieten. Aber, ja. Er schnurrt. Mal das Schnurren so ein bisschen rechts-links machen. Das klingt dann so, als würde der Kater den Kopf ständig von rechts nach links drehen. Ne, Dicker? Ja. Denkst auch, was nimmt dein Herrchen hier für einen Blödsinn auf? Hm? Ja. Und du weißt ja gar nicht, dass ich aufnehme. Ja, ne? Du weißt ja gar nicht, was Aufnehmen überhaupt ist. Ne? Ja, weißt du gar nicht. Du kennst nur Fressen und Schlafen, ne? Ja, und gestreichelt werden, ja. Das kennst du auch. Aber sonst, ne? Ja. Jetzt bist du in deinem Element. Jetzt liegst du hier auf der Decke und fühlst dich wohl, ne? Ja, das ist schön. Ich lieg eigentlich immer unter der Decke. Aber gut. Mieze schnarcht schon wieder. Mieze pennt, Blackie liegt hier auf der Decke und Mia, ja, Mia sitzt oben auf dem Schrank und putzt sich. Ja. Naja, so ist es auf jeden Fall gut, mit dem Olympus LS 100 mal wieder zu arbeiten. Ich staune da, dass der Akku noch immer geht. Also klar, ich habe ihn schon mal gewechselt. Also ich habe schon mal einen anderen Akku gehabt. Aber das ist ja so ein anderer Akku, so ein Lithium oder wie die Dinger heißen, keine Ahnung. Aber er lässt sich immer noch aufladen. Also das staune ich. Ja. Gut, hält natürlich jetzt auch. Also man kann damit nicht so lange Aufnahmen machen wie jetzt mit dem DM720 oder so. Ne? Ich meine, das ist ja schon, ich glaube, wie lange kann man damit, vielleicht 4-5 Stunden oder ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie Werte da sind. Aber auf jeden Fall ist der LS100 natürlich ein Flaggschiff und ja, schön, dass das Ding noch funktioniert. Und wenn man halt manuell aufnehmen möchte, dann hat ja der LS100 ja auch so ein Rädchen, damit man aussteuern kann, ne? Oder es sind eigentlich zwei Rädchen, also man könnte sogar beide Kanäle getrennt aussteuern. Allerdings sind diese beiden Rädchen übereinander so angebracht, das heißt, wenn man ein Rädchen dreht, kann man halt das andere festhalten, ne? Dann dreht man hier so, also so ungefähr ist das, ja, dann dreht man hier so, ne? Ich habe jetzt auch die Hand am Mikro gehabt. Ja, aber ansonsten ist es ein nettes Gerät. Aber gibt es leider nicht mehr. So wie viele andere Olympus-Rekorder ja auch. Aber trotzdem immer wieder schön, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Mensch, sie wollen das Gerät nochmal hören oder das Gerät nochmal hören. Das finde ich, also finde ich schön. Das zeigt ja auch, dass die Geräte bei euch ankommen und dass jeder natürlich mit einem Olympus-Rekorder etwas verbindet irgendwo. Und
Ich habe jetzt auch gesagt, ich möchte jetzt öfter auch mal Folgen machen, wo ich die Audiorekorder wieder ein bisschen wechsle. Dann mal wieder iPhone, dann mal wieder Audiorekorder, dass ich auch wirklich mal wieder innerhalb der ganzen Folgen auch mal wieder unterschiedliche Sounds habt. Ne? Klar wird auch mal wieder die Sprachmemo zum Einsatz kommen. Aber letztendlich ja, versuche ich halt immer wieder was anderes zu nehmen. Ne? Und dafür habe ich die Geräte ja alle. Ja, so wie auch jetzt in der Folge davor mit dem einmal mit dem Olympus DM720 und dann halt zusätzlich noch mit dem ME51. Ja, also so das war ein bisschen soundmäßig auch mal gucken, was kann man noch rausholen aus seinen Geräten. Ja, genau. Blacky putzt sich gerade. Ach ja, was man zu den älteren Geräten noch sagen muss, ist, da kann es natürlich sein, dass auch mal Störgeräusche kommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein schnurloses Telefon in der Nähe hat oder, ne, also das bei den neuen Geräten passiert das eigentlich nicht mehr. Bei den alten Geräten kann das noch passieren, dass man so ein Störgeräusch hat oder so ein, ne, also wenn man jetzt, sagen wir mal, hinten so eine Ladeschale und sowas liegt in der Nähe und dann. Na, also das kann durchaus mal bei den älteren Geräten vorkommen. Die waren halt noch nicht so abgeschirmt. Bei den neueren ist es schon anders. Aber gut, das ist halt. Ja, so ist es halt. Ne? Also ich merke es ja zum Beispiel auch, wenn ich das Shure ans iPhone habe, dann habe ich diese Probleme auch manchmal. Ne? Also so, da ist es dann wieder so, da darf ich halt nicht mobile Daten oder so anhaben. Oder auch, da muss ich alles halt deaktivieren, weil sonst sucht er immer nach Netz und das hört man dann. Wenn ich natürlich mit den iPhone-internen Mikrofonen aufnehme, habe ich diese Probleme natürlich nicht. Also da sieht man mal, das gibt immer mal noch so Sachen, die nicht so funktionieren, wie man sich es vorstellt. Ne? Aber gut, nun ist das ja auch kein Tonstudio und es wird auch nie eins werden. Insofern ist das ja auch vollkommen okay. Wer kann sich schon ein Tonstudio leisten? Also ich nicht. Außerdem wäre das auch wieder viel zu kompliziert und ob ich sowas bedienen könnte, steht mal wieder auf einem anderen Blatt. Aber trotzdem, ja, bin ich einfach froh, wenn ich diese Geräte benutze und merke, sie funktionieren alle noch. Und von den Olympus-Geräten funktionieren wirklich alle noch. Also klar hatte das ein oder andere Gerät mal einen Ausfall, wie der 770er, wo der mal irgendwie gehangen hat. Aber gut, jetzt lasse ich auch, wie gesagt, bei vielen Geräten die Akkus draußen. Die bleiben jetzt auch nicht mehr drin. Also gerade auch bei den älteren nicht, weil das bringt nichts. Ja, ansonsten werde ich jetzt keinen Kaffee mehr trinken, weil ich weiß nicht, jetzt nochmal einen Kaffee trinken. Irgendwie habe ich keine Lust dazu. Ja, aber vielleicht noch so ein bisschen LS100 Atmosphäre. Ja, also ein bisschen rechts-links kann ich ja mal machen. Ich halte das Gerät in der Hand. Man kann das Gerät auch super auf die XLR-Eingänge stellen. Sozusagen, dann zeigen die Mikrofone nach oben. Das könnte ich vielleicht mal machen, aber das mache ich nicht hier im. Dicker, würdest du bitte mal von meinem Fuß aufstehen? Weil du hast ein Gewicht. Darf ich? Ach, der bleibt einfach liegen. Ist dem sowas von egal. Ja, Knack. Das waren die Knochen. So, jetzt gehen wir einfach mal mit dem LS100 so ein bisschen durch die Wohnung. Genau. Ja. Also ihr hört jetzt den LS100 in Hoch- und auf automatische Aussteuerung. Ja, MP3 muss ich 320 nehmen, werde ich aber wahrscheinlich, ja mal gucken. Die Folge wird ja nicht ganz so lang, vielleicht nimmt ja die Spotify vom Podcaster sogar. So, ich gehe jetzt einfach mal im Flur. Hier ist der Flur, ihr hört es. Und jetzt gehe ich in die Küche. So, wir sind jetzt in der Küche und ja. Jetzt kann ich das Gerät natürlich, könnte ich es hier hinlegen. So, jetzt liegt das Gerät. Das ist natürlich die sicherste Methode. Oder ich kann das Gerät natürlich auch aufstellen auf die XLR-Buchsen. So, ich habe das jetzt aufgestellt, das heißt, die Mikrofone steigen jetzt nach oben. Super. Mikrofone, die nach oben steigen, das wäre auch mal was.
Die Mikrofone zeigen jetzt nach oben und das ist natürlich auch cool. Das ist so ein bisschen wie bei dem Schuh, ne? Wenn man das Schuh ans iPhone klemmt und dann das nach oben zeigen lässt, so ungefähr ist es jetzt hier auch. Ja, jetzt kann man natürlich gucken, was ist besser. Liegt wahrscheinlich auch an der Akustik ein bisschen, ne? Wie der Raum ist. Meine Räume hallen natürlich ein bisschen. Ich habe halt immer so ein bisschen Hallatmosphäre. Und von daher ist einfach so. Gab es ja auch schon mal die Anfrage, ja, warum hallt es bei dir so? Und dann habe ich gesagt, naja, weil ich das so haben will. Ich brauche Atmosphäre. Ich möchte keine trockene Atmosphäre haben. Und sage ich halt immer wieder, ne, das ist, trockene Atmosphäre ist einfach auf Dauer langweilig. Und ja, in der Folge 1002 übrigens, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, werde ich den LS14 einsetzen. Auch auf automatisch, den muss ich aber allerdings stationär betreiben, da ich keine Batterien habe. Das heißt, dann werde ich am Schreibtisch sitzen. Da muss ich aber noch gucken, inwiefern das mit dem schnurlosen Telefon und weil das die Ladestation, zur Not muss ich die einfach mal kurz rausstecken oder so, ob da dann irgendwelche Störgeräusche kommen. Also das weiß ich halt noch nicht. Das muss ich dann über Kopfhörer einfach mal hören, ob da dann so ein Surren oder sowas ist. Ja, aber die Folge werde ich dann wahrscheinlich, aber die werde ich nicht heute machen. Die hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt werde ich nachher erstmal die beiden Folgen, ja, wie gesagt, vielleicht lade ich sie heute hoch, vielleicht aber auch erst nachher, denn ich muss ja nicht alles gleich hochladen. Na gut, dann beende ich die Folge mal, bevor sie zu lang wird, weil dann... Das war also Podcast von Sven Heinrich, Folge 1001. Die nächste Folge wird die Folge 1002 sein. Und das wird dann mal wieder der LS14 sein. Macht's gut. Bleibt alle gesund. Und habt alle ein schönes Wochenende. Und ja, wenn ihr also ein Olympus-Rekorder extrem aufgefallen ist, könnt ihr das ja auch mal mitteilen. Also die halt mich in irgendeiner Gruppe oder sowas haben oder in WhatsApp oder wie auch immer, der könnt ihr mich gerne anschreiben oder Sprachnachricht schicken. Wenn ihr vielleicht einen Lieblings-Olympus habt, über den ihr vielleicht nochmal was hören wollt oder den ihr einfach nur aufnahmetechnisch hören wollt, kein Problem. Dann machen wir wieder so einen Podcast hier. Dann hört man sich. Ciao, ciao.